Nicht in Peking, sondern in Dornbirn haben dieses Wochenende die besten Badmintonspieler Österreichs um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Und zwar bei den österreichischen Meisterschaften. Zu einem Titel hat es für die Vorarlberger Spielerinnen und Spieler zwar nicht gereicht, sie haben sich aber trotzdem toll präsentiert. 5,5 Jahre ist es mittlerweile her, dass David Obernostra und Elisabeth Baldauf Vorarlberg bei Olympia vertreten haben. Nun steht die nächste Badminton-Generation bereit. Zum Beispiel die erst 21-jährige Serena Aujang. Die Feldkircherin zählt zu den besten Doppelspielerinnen Österreichs. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024. Um dort dabei zu sein, müssen sie und ihre Doppelpartnerin Katharina Hochmeier in der Weltrangliste unter den Top 30 liegen. Derzeit sind sie circa auf Platz 90. Es ist sehr schwer. Aber wir werden alles geben und wenn man es nicht probiert, dann weiß man nie, ob man es nicht geschafft hätte oder doch. Bei den Staatsmeisterschaften in Dornbirn müssen sich Aujang und Hochmeier erst im Finale geschlagen geben. Das Duo unterliegt den beiden Niederösterreicherinnen Reka Sarossi und Bianca Schista nach tollem Kampf in 3 Sätzen. Es war mega cool, vor Heimpublikum spielen ist immer was Besonderes und ich hätte es natürlich gern geholt, aber jetzt wissen wir, an was wir arbeiten müssen und nächstes Jahr gibt es ja noch mal eine Chance. Die Feldkircherin ist aber nicht die einzige Vorarlbergerin, die von Olympia träumt. Die Aufbauarbeit der letzten Jahre trägt jedenfalls Früchte. Insgesamt dürfen sich Vorarlbergs Spielerinnen und Spieler in Dornbirn über 7 Medaillen freuen. Ein Drittel der Nationalkaderspieler von Österreich kommt aus Vorarlberg und wir haben auch in dem U19 und U17-Bereich einige Topspieler, bei denen ich sehr zuversichtlich bin, dass die in diese Fußstapfen treten können und eventuell und hoffentlich auch noch viel mehr erreichen wie wir. Die Einzeltitel in Dornbirn, die sichern sich dieses Mal aber noch die Favoriten. Bei den Damen geht der Sieg an die Niederösterreicherin Katrin Neudold. Bei den Herren holt sich Österreichs Nummer 1 Luca Vraba seinen 5. Staatsmeistertitel.